unterwegs in Nordkorea eine Gratwanderung. Ja, herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Rüdiger Frank, also Sie sind ja wirklich ein Kenner von Nordkorea. Sie sind also schon über ein Vierteljahrhundert in dieses Land gereist und haben es immer wieder neu entdeckt. 1991, 92 fing das an mit einem Sprachsemester in Pyongyang. Wie haben Sie damals, Sie kamen ja aus der DDR, als junger Mensch das Land Nordkorea gesehen? Das war zumindest mal eine große Überraschung für mich, weil ich eben dachte, ich weiß, wie Sozialismus funktioniert. Ich kannte ja nicht nur die DDR, ich habe auch in der Sowjetunion gelebt, kannte Polen, Tschechoslowakei damals und dachte, naja, das wird noch so ein Land sein. Und habe festgestellt, das ist ganz anders in vielerlei Hinsicht. Der Personenkult war deutlich stärker als alles, was ich jemals vorher gesehen hatte. Und besonders faszinierend als jemand, der sich auch für die Wirtschaft interessiert. Es war mehr oder weniger eine geldlose Gesellschaft. Geld hat keine Rolle gespielt. Es gab schon Geldscheine, aber sie konnten damit nichts kaufen. Sie brauchten einen Schein, wo draufsteht, dass man etwas Bestimmtes erwerben darf. Das war eigentlich das Essentielle. Den kriegte man nur über politische Kanäle. Und das hat mich eigentlich damals am meisten beeindruckt. Und natürlich auch die Abwesenheit der Möglichkeit, mit Menschen dort sprechen zu können. Auch das war etwas ganz Neues. Die Nordkoreaner sind quasi vor allem weggelaufen, wenn man sie schon nach der Uhrzeit fragen wollte, weil sie nicht in Kontakt mit Ausländern sein wollten und durften. Und das für einen Sprachstudenten war natürlich besonders frustrierend. Ja, wie gesagt, seit über 25 Jahren reisen Sie dorthin. Was bedeuten Ihnen diese Reisen und was nehmen Sie für sich mit? In meinem Fall ist es ja letztlich mein Job. Also ich bin Professor für Wirtschaft Ostasiens in Wien und als Teil davon ist es natürlich auch meine Aufgabe, mich mit Nordkorea zu beschäftigen. In letzter Zeit ist ein großes Interesse daran da. Das heißt, ich reise natürlich dahin, einfach um auf dem neuesten Stand zu sein. Die Reisen helfen mir und anderen auch sehr, hinter die Bilder zu schauen, die wir in den Medien sehen. Diese Bilder sind ja nicht falsch, aber sie sind relativ einseitig. Man sieht also einen bestimmten Aspekt, aber das Land ist ja viel komplexer. Es sind 25 Millionen Menschen, es ist ein großes Land mit vielen verschiedenen sozialen Schichten, Einzelschicksalen. Man lernt also auch viel über die Realität in Nordkorea, indem man tatsächlich mal hinfährt. Und nicht zuletzt ist es so, dass man viele Dinge auch besser zu schätzen weiß, die man hier zu Hause als selbstverständlich ansieht, wenn man in einem Land wie Nordkorea ist. Die Freiheit, sich frei zu bewegen innerhalb der Stadt oder innerhalb des Landes, die Freiheit, Fotos zu machen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen und Ähnliches. 2014 erschien ja Ihr Buch Nordkorea, Innenansichten eines totalen Staates. Nun geben Sie mit Ihrem aktuellen Buch Tipps für das Reisen in das Land. Warum war Ihnen das jetzt wichtig? Ja, das erste Buch ist mehr oder weniger ein Rundumschlag, angefangen über Geschichte, politisches System, wirtschaftliches System, die Frage der Wiedervereinigung. Das ist so semi-wissenschaftlich geschrieben. Und das Buch jetzt ist monothematisch, bezieht sich eigentlich nur auf das Reisen an sich. Und ich habe festgestellt, dass ich dazu erstens ja mehr weiß, als mir selber bewusst war, muss ich sagen. Es sammelt sich schon einiges an Erfahrung an im Laufe der Zeit. Und ich habe auch immer wieder Anfragen bekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, aber wie sieht es denn da nun wirklich aus vor Ort? Kann man da überhaupt hinreisen? Was kann man dort sehen? Was kann man vor Ort erleben? Sieht man wirklich tatsächlich alles? Bekommt man die Dinge so gezeigt, wie sie sind? Oder braucht man jemanden, der einem erklärt, was man da eigentlich sieht? Und daraus ist dann die Idee für dieses Buch entstanden. Ja, Thema wirtschaftliche Sanktionen gegen Nordkorea durch den UN-Sicherheitsrat. Wie denken Sie darüber? Die Sanktionen haben eine Berechtigung, weil Nordkorea sich anderweitig nicht dazu bewegen lässt, sozusagen die Vorgaben des UN-Sicherheitsrats zu befolgen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob der UN-Sicherheitsrat überhaupt das Recht hat, jemandem etwas vorzuschreiben, aber das scheint ja weitestgehend akzeptiert zu sein. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Gegner der Sanktionen aus verschiedensten Gründen. Erstens, Sanktionen treffen immer die Falschen. Das ist wie schon bei einer mittelalterlichen Belagerung so, wenn man eine Stadt versucht auszuhungern, die Führung hat immer noch am längsten etwas zu essen, während unten im Volk schon die Menschen sterben. Das ist ein Preis, den ich glaube, den wir als der Westen, der sich ja als moralisch überlegen ansieht, nicht bezahlen sollten. Wir tun es aber offenbar trotzdem. Und als Kenner Nordkoreas stört mich bei den Sanktionen insbesondere auch, dass sie die Elemente, die einen Wandel von innen heraus voranbringen könnten, Marktwirtschaft insbesondere, wo mehr Individualismus entsteht, wo Macht, Einfluss, Wohlstand entsteht, der relativ unabhängig vom Staat ist, Sanktionen würgen das ab. Sie treiben die Menschen zurück in die Arme des Staates. Sie nehmen den Märkten das Geld, das natürlich notwendig ist, um kaufen und verkaufen zu können. Sie nehmen den Märkten die Produkte, die dort gehandelt werden können, und treiben die Menschen
in das staatliche Versorgungssystem zurück und geben damit dem Staat mehr Macht und untergraben den Wandel. Und aus diesen drei Gründen bin ich ein großer Gegner der Sanktionen. Und ich glaube nicht, dass sie über kurz oder lang zu einer Veränderung in Nordkorea führen werden. Sie haben das Stichwort schon gesagt, mit der Marktwirtschaft. Es geht um die Modernisierung der Wirtschaft seit dem Jahr 2000 in Richtung Marktwirtschaft. Wie schätzen Sie denn diesen neu eingeschlagenen Weg ein? Das ist eine ganz seltsame Geschichte, diese Reform in Nordkorea, weil man, das ist so zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück. Wenn man es mit China vergleicht, 1978, die haben dort den Beschluss gefasst zu reformieren und dann haben die das gemacht und zwar auch relativ machtvoll. In Nordkorea ist das so, ich weiß nicht genau, also man hat dann zum Teil Angst vor der eigenen Courage, also im Sinne der Führung, und entsprechend würde es eigentlich etwas Unterstützung aus dem Westen brauchen. Wenn ich mir anschaue, was wir mit den chinesischen Sonderwirtschaftszonen gemacht haben, da haben wir investiert, durchaus auch mit der Absicht, das System dort zu verändern. Nordkorea hat über 20 Sonderwirtschaftszonen, allein 19 davon sind unter Kim Jong-un, also dem gegenwärtigen Führer, überhaupt erstmal ins Leben gerufen worden. Und westliche Firmen investieren gar nichts. Ganz im Gegenteil, wir halten uns dort komplett zurück, müssen uns dann natürlich auch nicht wundern, dass entsprechende Reformen nicht weiter vorankommen. Weil das sind die beiden Seiten, die zusammengehören. Einerseits die vorsichtige Öffnung, andererseits aber auch der Westen, der darauf positiv eingeht und damit quasi diejenigen, die die Öffnung vorangebracht haben, ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen. Aber diesen Mut werden sie nur dann fassen, wenn die vorherigen Maßnahmen Erfolg hatten. Wenn sie den Erfolg nicht haben, wird es auch nicht weitergehen. Und dann können wir uns noch ewig wundern, warum es in Nordkorea keine positive Entwicklung gibt, wenn wir nicht das Unsere dazu beitragen, die zu unterstützen. Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie sehr viel über den Lebensstil, werfen immer mal einen Blick zurück in die 1990er Jahre und sprechen von einer neuen Mittelschicht. Trotz des westlichen Lebensstils, der in Pyongyang allgegenwärtig ist, kehren sich die Menschen nicht vom System ab. Woran liegt das nach Ihren Erfahrungen? Was ein sehr interessantes Phänomen ist in Nordkorea, ist tatsächlich die Tatsache, dass die Menschen noch sehr stark mit dem System verbunden sind. Das hat gar nichts damit zu tun, dass die besonders dumm sind oder dass die es mögen, unterdrückt zu werden, sondern das System hat es geschafft, die eigene Herrschaft eng zu verknüpfen mit dem koreanischen Nationalismus. Und der ist sehr, sehr stark. Es ist ein defensiver Nationalismus. Korea wurde Anfang des 20. Jahrhunderts kolonial versklavt von den Japanern. Das hat den Menschen dort sehr wehgetan. Sie haben Jahrhunderte hinweg als eigenständiges Königreich existiert, haben eine eigene Identität aufgebaut und die wurde ihnen weggenommen. Die Japaner haben am Ende sogar versucht, die Koreaner zu japanisieren. Die haben ihnen ihre koreanischen Namen weggenommen. Sie haben die japanische Sprache versucht durchzusetzen, die japanische Staatsreligion. Da gibt es eine starke Gegenbewegung. Und man, aufgrund der Propaganda in Nordkorea, glauben die Menschen, dass Kim Il-sung, der Staatsgründer, dafür verantwortlich ist, das Land von den Japanern zu befreien. Und entsprechend räumt man ihm und seinen Nachfolgern auch das Recht ein, das Land dafür zu regieren. Zweites Ereignis war der Koreakrieg 1950 bis 1953. Der wird in Nordkorea interpretiert als Überfall der Amerikaner, den wiederum eben dieser Kim Il-sung mit seinem System erfolgreich abgewehrt hat. Er ist also der Retter des Landes und der Verteidiger des Landes und dementsprechend fällt es den Menschen schwer, gegen das System zu sein, weil sie damit auch gegen die Nation wären. Und das ist für einen Koreaner undenkbar. Und sie müssen zunächst mal den Schritt vollziehen, die beiden Sachen voneinander zu trennen. Das ist aber in Nordkorea sehr, sehr schwer, weil die wirklich so eng miteinander verknüpft sind, dass sie als unlösbare Einheit erscheinen. Ja, trotzdem die Nordkoreaner hinter ihren Führern stehen, welche Auswirkungen hat der zunehmende Wohlstand? Na, wie man sich das vorstellen kann, eine Gesellschaft, die quasi auf der Idee aufgebaut ist, dass alle gleich sind und plötzlich sieht man, dass einige doch deutlich gleicher sind als die anderen, das wirft Fragen auf. Und diese Fragen werden noch nicht offen gestellt, aber man sieht es ganz eindeutig, die Gesellschaft steht vor einer Zerreißprobe. Es gibt inzwischen Menschen, die ein Lebensniveau haben, das durchaus vergleichbar ist mit dem in einigen westlichen Ländern auch. Und es gibt Menschen, die leben noch in einem Land, das quasi ein Entwicklungsland ist. Und das Ganze deutlich sichtbar. Es ist keine kleine Oberschicht, die irgendwo in einem abgeschotteten Gebiet lebt, sondern die treffen sich quasi im Alltag. Im Augenblick funktioniert es zum Teil noch so, dass man den Leuten das als das kommunistische Paradies verkauft, das irgendwann mal für alle gelten könnte, wenn sie denn Glück haben und wenn sie fleißig arbeiten. Die Frage ist, ob die Menschen das so annehmen, das wissen wir nicht, weil über diese Themen kann man in Nordkorea mit niemandem offen sprechen. Ja, die Wiedervereinigung mit dem Süden ist ein weiteres wichtiges Thema in Ihrem Buch.
Inwieweit ist diese Option denkbar und vor allem finanziell realisierbar? Es gibt ja jetzt schon so ein bisschen Annäherung, ja, seit den Olympischen Spielen. Wie sehen Sie das? Also mit Vorhersagen zu irgendwelchen Wiedervereinigungen bin ich extrem vorsichtig, da ich auch die Deutsche nicht habe kommen sehen. Und sie war dann plötzlich da. Also da ist mein Rekord sozusagen relativ schlecht im Vorhersagen von Dingen. Nein, aber spannend ist schon, dass beide Koreas nach wie vor offiziell sehr stark drängen auf eine Vereinigung. Unabhängig davon, wie ernst sie das meinen, aber zumindest ist das offizielles Staatsziel. In Nordkorea erhofft man sich davon die Lösung der bestehenden Probleme. In Südkorea im gewissen Sinne auch eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Stärkung des Landes im eigentlichen Kampf, den sie führen müssen, nämlich die Unabhängigkeit zu bewahren gegenüber den Nachbarn Japan und China. Das ist ja das eigentliche historische Problem von Korea schon immer gewesen. Und ein geteiltes Land ist natürlich immer schwächer als ein vereintes Land, das einer solchen Aufgabe sich gegenüber sieht. Was die Kosten der Vereinigung anbetrifft, sehe ich das Ganze weniger pessimistisch als die Südkoreaner. Die haben einfach die deutschen Kosten genommen und haben die hochgerechnet. Das halte ich für einen völlig falschen Weg. Erstens ist das Sozialsystem in der Bundesrepublik Deutschland West viel höher entwickelt gewesen als das in Südkorea heute. Das heißt, die Kosten für die Anpassung Nordkoreas an das südkoreanische Sozialsystem werden deutlich niedriger sein. Nur mal eine Zahl, die staatliche Mindestrente in Südkorea ist heute bei ungefähr 100 Dollar im Monat. Und das bei einem Preisniveau, das ungefähr dem unsrigen in Deutschland entspricht. Das heißt, wenn Sie alle Nordkoreaner auf das Level heben wollen, kostet das viel weniger, als alle ostdeutschen Rentner sofort schlagartig auf das Niveau eines westdeutschen Rentners zu heben. Dann ist es so, dass die DDR, wir kennen ja die Geschichte mit der Treuhand, ja letztlich nicht allzu viel an Einnahmen produziert hat, was sozusagen das Versilbern des staatlichen Eigentums angeht. In Nordkorea sieht das anders aus. Nordkorea ist ein sehr reiches Land, ein sehr wohlhabendes Land, was Rohstoffe angeht. Die haben dort Gold, die haben hochqualitativ wertvolle Steinkohle, sie haben Eisenerz, das man sogar im Tagebau abbauen kann. In Nordkorea gibt es die weltweit größten Lagerstätte an Magnesit. Inzwischen hat man auch seltene Erden entdeckt und ähnliches. Das heißt, es gäbe auch Einnahmen aus der Vereinigung. Abgesehen davon, dass die Südkorea dann von einer Insel plötzlich zu einem Nachbarland Chinas machen würde. Mit 1400 Kilometer Landgrenze, das darf man auch nicht unterschätzen als wirtschaftlichen Faktor. Die deutsche Wiedervereinigung hat die Vereinigte Bundesrepublik zu einem Nachbarn Polens gemacht. Was auch ein wunderbarer Nachbar ist, aber vom wirtschaftlichen Potenzial natürlich eine andere Hausnummer als China. Und wenn man all die Dinge zusammennimmt, glaube ich, dass die Vereinigung längst nicht so teuer werden wird wie im deutschen Fall. Ist aber im Augenblick ein starkes Argument, was in Südkorea eine große Skepsis produziert. Ja, wie wirkt sich denn ein Konflikt in Korea jetzt auf Deutschland und die EU aus? Dabei muss man zwei verschiedene Dinge beachten. Einmal, ein Konflikt in Korea würde sofort unmittelbare Auswirkungen haben auf unsere wichtigsten Handelspartner in Ostasien, China, Japan, Südkorea. Kann man sich vorstellen, dass das wirtschaftlich auf jeden Fall große Einbußen bedeuten würde, sowohl was die Importe als auch was die Exporte angeht. Es wäre selbstverständlich menschlich eine Riesenkatastrophe, weil man geht dann wirklich von Hunderttausenden oder von Millionen Menschen aus, die dort betroffen werden in der einen oder anderen Form, abhängig davon, was für ein konkreter Konflikt das wäre. Und eines darf man nicht vergessen, in Korea treffen sich die beiden großen Mächte, die irgendwann den Kalten Krieg 2.0 gegeneinander führen werden, die USA und China. Und das ist eine Entwicklung, von der sind wir überhaupt nicht abgekoppelt. Wenn die Amerikaner und die Chinesen aneinanderstoßen, sind wir in Europa genauso mit dran, wie alle anderen auch. Dann werden wir schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen. Dann wird man von uns auch verlangen, auf der einen oder auf der anderen Seite mitzuspielen. Und das kann uns überhaupt nicht gut tun, kann nicht in unserem Interesse sein. Deswegen glaube ich, dass ein Stück weit auch unser Schicksal dort auf der koreanischen Halbinsel entschieden wird. Zum Schluss jetzt, warum empfehlen Sie Ihren Lesern eine Reise nach Nordkorea? Ich würde nicht so weit gehen, eine Reise nach Nordkorea zu empfehlen. Man muss sich das vorher gut überlegen. Es gibt Argumente, die dafür und die dagegen sprechen. Man finanziert mit einer solchen Reise, ob man das will oder nicht, indirekt auf jeden Fall mal das System. Und das ist ein System, das die wenigsten von uns, glaube ich, finanzieren wollen. Also das muss man mal mit einberechnen. Man muss auch bedenken, dass man natürlich vom System für Propagandazwecke gebraucht wird. Wenn man sich als Ausländer verneigt vor Kim Il-sung-Statuen, dann wird das dargestellt, den eigenen Menschen als, seht her, alle verneigen sich vor unseren Führern. Das ist mal der negative Aspekt. Auf der Habenseite lernen wir sehr, sehr viel über ein Land, über das wir wenig wissen und das doch offenbar so relevant für uns ist. Und Wissen ist Macht und ohne Informationen kann man sich keine solide Meinung bilden. Das Geld, was man ins Land bringt, landet natürlich irgendwann auf den Märkten und fördert dort die Marktwirtschaft, die letztlich dazu geeignet ist, das System zu untergraben.
Und als Leipziger muss ich auch sagen, ich erinnere mich noch gut vor der Wiedervereinigung, wie die Begegnungen mit westdeutschen Besuchern hier auf der Messe waren, wo man dann auch die Leute mal live gesehen hat, anstatt immer nur in der Propaganda über sie zu hören. Und das hat ein ganz anderes Bild abgegeben. Die Nordkoreaner haben kein West- oder Südfernsehen, die wissen nichts über uns. Und indem wir da hinreisen und ihnen die Gelegenheit geben, uns, wenn auch nur aus der Ferne, zu sehen, wie wir uns bewegen, was wir für Gadgets mit uns führen und Ähnliches, verändert das auch deren Bild von der Welt, macht es vielfältiger und auch vom Staat unabhängiger. Sodass ich glaube, am Ende des Tages für mich ist die Balance positiv, aber es wird immer eine individuelle Entscheidung bleiben müssen, ob man wirklich hinfahren will oder nicht. Aber zur Not kann man ja mein Buch auch lesen. Gut. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Dankeschön.